Alter, Jungs, was spielt ihr YCS Rimini? Alter, Mann, ich weiß echt nicht, Mann. Keine Ahnung. Beendet es, wir warten alle drauf. Ich weiß es nicht, es kann sich ändern und dann bringt es nicht, jetzt schon ein Deck zu haben. Ich hole mir auch eins alles ran, wenn die Karten, wenn die Bandlist da ist. Ja, gib mir hier näher auf die Karten ein, oder? Was wir werden dann jetzt sehen wir. Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wir haben hier Chong und Barisch. Wir werden heute ein bisschen über die Bandliste reden. Kleine Prediction-Diskussion. Schauen uns mal die verschiedenen Decks an und da habe ich ein paar Karten rausgelegt, die möglicherweise getroffen werden könnten. Genau, wieder mal gute Vorarbeit von Hong. Danke, Hong. Und zwar von den Meta-Decks die besten Karten, was getroffen werden könnte. Was haben wir als erstes? Monarch. Monarch war konstant dabei, oder? Was sagst du so zu Monarch? Ich hasse Monarchen. Das ist einfach nur. Welche Karten hast du am meisten? Also für mich, was echt unbedingt gebannt werden muss, ist Pantheismus. Das ist die Schlüsselkarte von dem ganzen Deck. Es basiert auch alles nur auf dieser Karte. Und wenn die gebannt ist oder auf 1, sieht es schon ein bisschen schlechter aus. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Ja, das war es eigentlich für mich. Also für mich war es eigentlich nur Pantheismus. Muss auf noch. Ja, Pantheismus ist halt wirklich die Karte. Die muss halt wirklich auf 1. Ich würde sie nicht direkt bannen auf 1. Was könnte man noch machen? Also die Sucherkarte, die ist halt auch krass, Mann. Die könnte man auch auf 1. Also doch, Mann, die sucht jede Monarch-Zauberfalle. Also für mich, was in dem Deck richtig schlimm ist, ist eigentlich nur Pantheismus, weil sie einfach Plus macht und Stormford, weil die einfach... Ja, aber das passt zu Monarchen wegen Opfern. Also meine Vermutung wäre, dass Pantheism auf 1 geht, der Search auf 1, weil Konami geht immer auf die Konstanz und tut gleich diese Searcher-Karten weg. Und ich glaube, Pantheism geht auf 1 und die Searcher-Karten. Also in Japan ist ja Domain of 1. Domain was of 1? Was haltet ihr davon? Auch nicht schlecht. Ja, kommt drauf an, wenn sie Pendel pushen wollen. Oder? Wie meinst du das? Domain. Ist doch die Karte Domain. Domain ist die Feldzauberkarte. Ja, dann kann doch nicht zum Extra-Deck kommen. Ja. Das heißt... Jetzt auch noch einen anderen Effekt. Reduziert. Ja, das sind so... Das sind nicht... Das ist wichtiger als der andere Effekt. Ich finde den anderen viel wichtiger. Nein, der andere ist scheißegal. Der andere ist auch gut, aber vom Extra-Deck, du warst direkt tot. Alle Pendeldecks waren tot. Nein, nicht alle. Du musst ein tributiertes Monster haben auf dem Feld. Dann ging der Effekt von... Ja, okay. Wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht, wie wir sehen. Teil finde ich halt auch krass, Mann. Prime Monarch. Ach, ist so doch, Mann, Prime. Du kannst ihn nie umbringen. Doch. Nie. Immer 2-4. Das krasse ist, er ist ein Monster, er ist keine Falle. Pantheismus und Stormford, das Schlimmste. Aber Domain ist auch nicht schlecht, wenn sie auf 1 machen. Also Pantheismus, gebannt. Und Domain auf 1 ist echt... Aber bei uns spielen ja die meisten Domain gar nicht oder nur einmal. Alle dreimal. Nein! Es ist echt so. Okay, das ist zu Monarchen. Gehen wir weiter, oder? Nächstes Deck. Nächstes Deck. Oh, BA. BA. BA hat uns überrascht. Das Gleiche. Wie AIDS geht nie weg. Einfach eine richtige Krankheit. Also für mich ganz eindeutig Dante auf 1. Dann ist das Deck für mich echt Spiel. Also für mich ist ein perfekt. Okay, ich würde auch Dante direkt auf 1. Alles andere ist okay. Alles andere kann man mal spielen. Graf ist eh auf 1. Seers auf 2, es passt schon. Eventuell die Phantom Knights noch. Der Sucher, aber es ist auch eigentlich scheißegal. Bloß das schlimmste Monster im BA ist einfach für mich Dante und Beatrice. Aber Dante braucht man ja auch für Beatrice, also daher. Dante auf 1, sonst alles. Glaubst du, es würde reichen, Dante auf 1? Es könnte dann sein, es kommt wieder irgendwie BA komisches, es kommt ein Dreieck-Seed und BA bleibt schon wieder. Schon mal, seit wie vielen Jahren wir BA haben? Ja, das Problem ist immer so, wenn du drei Dante hast, kannst du in First Turn kannst du ja zwei Beatrice raushauen. Und das ist, Beatrice stört ja schon viele Decks. Aber wenn du auf einen Dante hast und eine Beatrice hast, kannst du sie noch wenigstens umspielen. Und das macht dann BA nicht mehr so stark. In Japan ist BA gar nicht spielbar, gell? Was haben die da nicht? Kein. Ja, ein Dante. Dante auf 1? Ja. Und die Verteilung ist anders bei denen irgendwie. Skam ist irgendwie da auf 1 oder so, oder? Irgendwie sowas. Der ist, glaube ich, auf 1 und der ist auf 2 oder so. Ein bisschen umgekehrt. Okay. Dante auf 1. Wie gesagt, Dante auf 1 und dann passt es auch bei der Bandlist. Mehr müsste ja, ich BA nicht. Ich finde das zu wenig. Dante auf 1. Skam auf 2 oder so, Sea auf 1, das ist wirklich, BA ist einfach zu stark. Speedrate technisch, denkst du, da muss nichts gehittet werden? Diese Engine ist jetzt vergleichbar mit einem Tourguide, ein Out, sofort 3 Exit.
Man spielt es jetzt in sehr vielen verschiedenen Decks. Eine sehr gute Frage. Also ich finde, die Speedroid Engine sollte bleiben. Ich habe nichts gegen die. Wenn die Dante auf 1 haben zum Beispiel hier, dann bringen eben die ganzen Speedroids auch nicht so viel. Und das Problem ist, du meinst halt, in anderen Decks wird die gespielt, ja. Die wird halt echt ein bisschen vergewaltigt, überall rumgesplasht. Kann man sich auch überlegen, auf 1 oder so. Oder auf 2. Schauen wir weiter, oder? Cosmo! Was sagst du zu Cosmo, Chong? Du bist bester Cosmo-Spieler. Also ganz ehrlich, Cosmo ist eigentlich ein sehr starkes Deck. Bloß ich kann sagen, dass es nicht viel Turniere gewonnen hat, also keine vielen großen Turniere. Zwar immer Tops kommt, aber halt echt nicht viele Turniere gewonnen hat. Die beste Karte in dem Deck ist wie immer noch der Destroyer. Und der Rest ist eigentlich relativ okay. Jetzt nicht die Überkarte, sondern eigentlich nur der Destroyer stört im Deck. Aber wenn der Destroyer auf 2 oder auf 1 ist, dann braucht man das Deck eigentlich nicht mehr spielen, weil es eigentlich basiert sich nur auf diesem Destroyer. Deswegen ist alles okay. Es sollte auch nichts gebannt werden oder so. War alles gut. Teleport nicht auf 1? Nee, Teleport ist auf 2 und man merkt eigentlich, also wie jeden Cosmo-Spieler, der Teleport spielt, man sieht sie nicht mehr so häufig wie früher. Okay. Also ich würde hier radikaler vorgehen. Also ich finde Cosmotown viel zu heftig, Mann. Ist echt, wenn der einmal Cosmotown hat, du kannst nichts mehr machen. Also du musst sie wegkriegen, du machst Minus. Das ist einfach die Recycle-Karte und ich würde auch Tinken auf 1 tun. Viel zu krass die Karte. Ich würde Teleport auf 1 tun. Aber ganz ehrlich, schau mal. Wenn du jetzt Fire King Cosmo spielst, spielst du Tinken sowieso nur auf 1 oder 2. Ja? Ich bin ja noch nicht fertig. Du hast mich noch nicht ausreden lassen. Cosmo Town auf 1, Tinken 1. Destroyer auf 1. Okay. Es ist viel zu krass, Mann. Planet auch auf 1, Leute. Ich würde sogar Cosmojo auf 1 tun. Okay, Cosmojo ist echt. Nee, Cosmojo kann man lassen. Die ist echt krass. Ach schau, du hast dann nicht mal so krasse Ziele, wenn du Destroyer auf 1 tust. Warrunner spielst du. Okay. Der Cosmo-Spieler will die Cosmo-Karten weghaben irgendwie, der beste Cosmo-Spieler. Schauen wir mal. Geh mal weiter, oder? Pendel. Es hat die EM gewonnen. Unglaublicherweise. Ich schwör's dir, alles muss weg. Mein Gott, du bist doch Pendel-Spieler, Mann. Wie in Japan, Monkey Board auf 0, Joker auf 0, alles weg. Hier Bunbuku auf 0. Nein! Bunbuku ist mir scheißegal, weg damit! Wieso Bunbuku? Weil er dir alles sucht, ich hasse diese Karte. Bunbuku ist nicht das Problem. Wir haben es gesehen, also wirklich, Pendel hat allein mit Kirin gegen BA die Spiele gewonnen. Deswegen, Kirin muss gebannt werden eigentlich. Ja, aber Kirin... Kirin alleine macht ja nicht viel, also er macht schon viel, aber er muss den erstmal rauskriegen. Mit ja? Bunbuku hast du eine Möglichkeit, ihn noch schneller zu suchen. Schau, wenn du Bunbuku hittest, triffst du gleich beide. Hätte doch nur Kirin das Problem. Warum denn? Da kannst du immer noch Magic Spectre. Ja, so machst du mein Magic Spectre Deck kaputt. Ja, ist mir egal. Sehr gut, gib das Deck auf, Mann. Ja, gib das echt Deck, aber du hast 4-0 kassiert. Oh mein Gott. Barisch doch dein Deck. Teil 83. Nee, aber ernsthaft. Monkey Board muss weg, Joker muss weg. Die sind einfach viel zu stark. Eventuell auch Sorcerer auf 1 oder auf 2. Nein, Sorcerer soll bleiben. Der hat echt gutes Scale, krassen Effekt, aber. Nein, der soll ja eventuell auch. Man braucht zu viel Setup für den, also der kommt nicht einfach so und ist krass, sondern man braucht schon Aufbau und so, also sehr, sehr abhängig ist der. Ja, also für Nico, ganz ehrlich, möchte ich auch, dass Kita Turtle und CX auf 0 sind, weil er zu oft sie aktiviert. Nein, also Pendel, das Problem ist wirklich nur, es ist Monkey Board, Joker und Kirin sollte weg, das würde eigentlich reichen. Das war's. Gibt's noch was? Oh, genau. Sehr gut nochmal aufgeteilt von Hong. Gute Arbeit. Card of the Mice. Die Karte, manche hassen sie, manche lieben sie. Ist wirklich unglaublich. Ich mag die Karte, weil sie eher den Nicht-Meta-Decks hilft. Also warum sollte man sie hitten? Warum? Also ich weiß es auch nicht. Also ich würde sie auch auf 3 lassen. Ich glaube, das einzige Demise-Deck, was richtig stark ist, ist glaube ich jetzt Yuzenshu gewesen und Cosmo. Und da war es jetzt auch nicht, dass die Turniere gewonnen haben. Und deswegen sollte man den Mais einfach lassen. Die Mais lassen für die Antispieler, für die Nicht-Spezialspieler. Upstart, wieso hast du Upstart drauf? Soll die ganz weg? Interessant, dass da Upstart drauf ist.
Auf 1 ist die echt ein bisschen komisch. Ich habe gerade Schluck auf, übernimm mal. Also ich finde sie auf 1, manche spielen sie nicht, einfach nur ein bisschen Draw Power zu haben. Und in den Combo-Stacks braucht man halt einfach eine Upstart. Wenn man sie wieder auf 3 setzt, ist sie, glaube ich, zu heftig, weil es echt zu viele Combo-Decks gerade zur Zeit rumlaufen, wie Blue Eyes, glaube ich. Die ziehen sich ja eigentlich nur fast durchs ganze Deck komplett durch. Und ich würde sie eigentlich auf 1 lassen. Nächste Karte für mich ist Landform. Landform ist echt eine sehr interessante Karte auch. Viele, ich glaube jetzt, was ist, wie heißt das neue Deck mit Field Spells? Welche? Metal Force? Nein. Blue Eyes. Das ist so ein Terraforming-Deck oder so. Terraforming-Deck, kenne ich nicht. Irgendwas mit 3 Feldzaubern-Karten hatten, die haben die doch. Irgendwie so. Ansonsten, ich glaube, viele Decks brauchen jetzt Terraforming auch, wie zum Beispiel Sky Iris, Cosmo Town. Die muss man einfach suchen. Hier Pegasus. Ja, alles. Sowas braucht man halt immer. Und Landform könnte eventuell echt gehittet werden auf 1. Wäre sie echt okay. Ja, viele würden an die gar nicht denken, aber die könnte wirklich weggehen. Genau. Die ist einfach viel zu gut. Und sie ist halt echt krass. Weil man echt viele, zum Beispiel Feuer King Cosmo, braucht man einfach Landform, um schneller an die an Ireland zu kommen, an Cosmo Town oder an Iris und sowas weiter. Landform könnte echt auf 1 oder 2 gehen. Also ich würde sie ja auch eventuell auf 1 machen. Jetzt die Karte, gegen die ich eine Allergie habe, wurde vom Arzt wirklich bewiesen. Twin Twister, unglaublich. Man kassiert sie jede Runde, man settet manchmal mehr. Man denkt, Oida, hoffentlich kommt diesmal kein Twister, dann kommt er. Im BA macht sie einfach Plus. Man wirft ab, Effekte resolven, zerstört 2, bis zu 2, manchmal seine eigenen. Die Karte darf nicht auf 3 bleiben. Ich finde auch nicht. Also ich finde, meiner Meinung nach, die Karte muss auf 1. Weil sie einfach ich glaube, eine der besten oder die beste Falle-Zauber-Zerstörungskarte ist, die es überhaupt gibt. Space ist ja noch akzeptabel. Die macht einfach nur Ausgleich, aber mit Twister, aber mit Twister kann man halt zum Beispiel BA abwerfen und dann kommen die Effekte noch und dann macht man einfach zu viel Plus und für den Gegner zu viel Minus. Schau, Konami, was würde das Konami bringen? Wenn sie die bannen, es gibt doch diese neue Space. Zyklon. Zahl 1000, banne ich eine. Dann müssen sie die Karte reintun. Um die Karte zu kriegen, müssen sie Booster kaufen. Okay. Ist so eine gute Theorie. Twin Twister auf 1, bam, Zyklon. Banished, ich finde den neuen Space echt krass. Also könnte echt sein. Jetzt Brilliant Fusion, viel zu krass. Noch eine Normal Summon, wird in so viele Decks gesplashed. Fusionist in Monarchen Decks. Also die haben sie alle dreimal gespielt, gell? Sogar Cosmo habe ich sie gespielt. Also ich würde die auf 1 oder direkt bannen. Dünntes Deck aus, unglaublich. Strike. Was sagst du, Strike? Soll von mir aus auf 3 bleiben. So oft, also ich glaube in nur Demise-Decks, glaube ich, spielt man 3. Und in Ariadne-Build-Pendel spielt man, glaube ich, 3. Und da ist es nicht das Problem, dass man das nicht umspielen kann. Und ich finde, also die meisten spielen sowieso nur 2 oder auch eine nur. Also von mir aus kann sie auf 3 bleiben. Okay. Ja, ich finde auch, die könnte auf 3 bleiben. Vielleicht auf 2 einfach so, weil manchmal hat man zu viel Set, aber... Fehlt noch eine Karte? Fällt dir noch was ein, was auf die Bandlist kommen könnte? Willst du eine Karte wieder haben oder welche wieder kommen können? Ich habe noch eine vergessen drauf zu tun. Soul Charge. Oh, Soul Charge direkt weg. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Einfach eine krasse Karte, die ist suchbar mit dieser Left Arm Offering. Einfach weg, einfach weg. Ja, auf 1 ist sie halt immer noch schwer auf die Hand zu bekommen, aber... Also, von mir aus soll sie da lassen. Ja, sie kann von mir aus weg oder auch auf 1 bleiben. Eigentlich macht es keinen großen Unterschied. Weil du musst echt Draw Power haben, um sie überhaupt zu bekommen. Das war's von Nonscope Prediction. Wie immer, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Liste haltet, was ihr erwartet und so. Wir diskutieren noch, wann sie rauskommen könnte. Baris hat seine Theorie, Chong hat seine Theorie. Hinterlasst es unten in die Kommentare, falls ihr auch eine Theorie habt. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, leidet nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten.
Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.